Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen zum achten Termin der Social Media A Vorlesung an der Publizistik und Kommunikationswissenschaft Wien in diesem Semester, wie ihr natürlich bereits wisst, nicht vor Ort im Hörsaal, sondern aufgrund der Corona-Situation das ganze Semester als Livestream. Umso mehr freue ich mich, in diesem Semester den zweiten Gastvortragenden hier begrüßen zu dürfen über Zoom Room. Thomann Geiswinkler ist zuständig bei LinkedIn für Recruiting und Employer Branding in Österreich, also für den Bereich Jobmarkt, Ansprechpartner für Unternehmen. Und ja, wir haben uns, wie könnte es auch anders sein, auf LinkedIn kennengelernt, mittlerweile auch offline, noch vor Corona. Und ich freue mich sehr, dass Thomas uns heute ein Thema näher bringt. Thomas, Entschuldigung, jetzt habe ich schon wieder Thomas gesagt. Ich habe mir vorgenommen, nicht Thomas zu sagen heute. I did it. Thomann wird uns ein Thema näher bringen, das in der Vorlesung schon relativ ausführlich vorgekommen ist, nämlich Storytelling. Und wir haben gesprochen über ja, diese klassischen Dramaturgien, Heldenreisen und so weiter. Und ich habe Ihnen auch bereits gesagt, im persönlichen Bereich ist Personal Branding ein Riesenthema. Da hat uns Natalia einiges drüber erzählt vor 2 Wochen. Und für Unternehmen gibt es natürlich ähnliche, ich sage mal, Strukturen oder Mechanismen. Wenn man vom Employer Branding spricht, dann geht es da auch sehr stark darum, dass man als Unternehmen, als Arbeitgebermarke attraktiv für Mitarbeiter wird. Ich habe Ihnen auch schon gesagt, dass Mitarbeiter oder der HR-Bereich in unserer neuen, modernen Arbeitswelt ein immer wichtigerer Schlüsselfaktor wird. Das heißt, wenn Sie als Arbeitgeber attraktiv sind für Mitarbeiter oder wenn Sie in einigen Semestern auf Jobsuche sind und sich denken, bei dem und dem Unternehmen möchte ich gerne mal arbeiten oder ein Praktikum machen, dann spricht das letztendlich dafür, dass dieses Unternehmen einen guten Job gemacht hat im Employer Branding, weil sie ja einen positiven Eindruck davon haben. Der Titel des Vortrags lautet: Das Potenzial von Geschichten in Zeiten des Informationsoverload. Informationsflut kennen Sie auch. Und damit, ja, nur ganz kurz organisatorisch, Thomann wird seinen Vortrag halten. Wie gewohnt können Sie selbstverständlich den Chat nutzen und im Anschluss werde ich auch den Link zu unserem Zoom Room posten. Und ich freue mich, wenn Sie uns dann joinen und auch live mit uns plaudern. Ja, und damit, lieber Thomann, darf ich das Wort an dich übergeben. Vielen lieben Dank, Richie. Wir brauchen noch, glaube ich, eine Sekunde, um meinen Bildschirm da freizugeben. Genau, machst du mich zum Präsentator oder muss ich es selber klicken? Das Warte mal, tut weiß ich alle noch nicht. Teilnehmer. Du müsstest teilen Ah ja, können. ich gehe auf Share, Ja, genau. genau. Ich hätte sagen, passt perfekt. Ja. Vielen Dank für die Gelegenheit, Richie. Offline immer schwieriger mit der Interaktion. Einiges vorweggenommen. Worum geht es denn heute? Es geht um ein bisschen Storytelling und eben genau in Zeiten des Overkills an Informationen. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, naja, ihr habt schon gehört, was macht der Personal Brand? Warum ist es wichtig, wie man selber wahrgenommen wird? Personal als kritische Ressource. Wenn man so diesen ganzen Überbau einmal drüber denkt, worum geht es eigentlich? Ist doch eigentlich immer das Gleiche. Wie kriege ich meine Geschichte, das, was ich erzählen möchte, an den Mann, an die Frau? Wie kriege ich Aufmerksamkeit? Und zwar in einer Zeit, wo wir alle überflutet sind mit Informationen. Und genau, darum dreht sich's die nächste Zeit. Und ich würde sagen, wir legen einfach los. Vielleicht ganz kurz zu mir. Das war jetzt eine rhetorische Pause. Wie viele Vorträge habt ihr schon gehört, die genauso beginnen? Also mit mehr oder weniger etwas Eitelkeiten des Vortragenden. Wer bin ich? Wo komme ich her? Wie heißt mein schöner Titel? Was ist an der Folie eigentlich relevant? Gar nichts. Das heißt, ich beginne jetzt einen Vortrag und die ersten Minuten verschwende darauf, euch zu erzählen, wer vor euch sitzt, und ich habe immer keine Ahnung, von was ich eigentlich rede. Es ist komplett verschwendete Zeit und es ist, wenn man bedenkt, heutzutage eigentlich schon fast frech, weil man ja sagt, naja, in dem Fall geht es um eine Online-Vorlesung. Ihr hättet jederzeit die Möglichkeit zu gehen, ihr würdet es nicht mehr mitkriegen. Also in dem Moment, wo ich von Anfang an beginne, euch zu langweilen, indem ich euch irgendwas vorbete, was euch nicht interessiert, wird schwierig. Also, es geht doch eigentlich um Geschichten. Das Einzige, was vielleicht für mich ganz wichtig ist bei dem Ganzen, ich weiß wirklich, Thomann, das heißt, wenn man wer sucht, damit werdet ihr fündig. Ansonsten, eine Story, eine gute Geschichte, etwas Fesselndes beginnt nicht damit, dass ich mir jetzt lang und breit vorstelle. Aber sie beginnt natürlich mit einer Agenda. Agenda-Punkte sind toll, die kann man auflisten. Kann ich jetzt die Agenda vorlesen?
kann ich sagen, warum ich recht ein schneidiger Typ bin, kann dann was zur Firma erzählen. Aber eigentlich wollte ich ja Geschichte hören. Das heißt, die Agenda als Start ist ungefähr gleich langweilig wie meine Vita und mein Magistertitel. Was will ich eigentlich damit sagen? Heutzutage beginnen, obwohl wir es besser wissen, Präsentationen, sei es, wenn ich mich vorstelle bei euch, sei es mein Intro jetzt, sei es, was eine Firma über sich erzählt, meistens damit, dass irgendwelche Fakten aufzählt werden, ohne dass man überlegt, ist das jetzt in irgendeiner Form relevant für das Publikum. Also interessiert euch wirklich, wo ich meinen Magistertitel gemacht habe. Anders gesagt, ist überhaupt wichtig, dass ich einen habe? Und warum rede ich zuerst über mich und nicht über das Thema? Also lasst uns doch heute versuchen, wirklich einmal Storytelling zu machen, und zwar Inhalt so zu verpacken, dass man es ihn leichter merkt, dass er leichter verdaulich ist und dass er interessant ist. Denn wenn ich das nicht mache, schaut euer Gesichtsausdruck, den ich zwar nicht mitbekomme, ungefähr so aus. Im echten Leben ein bisschen netter, ein Fahrtsgesicht trotzdem, im Online-Leben das und in der Realität einfach so, man wird ignoriert, weggeklickt und man verfängt nicht mit seiner Geschichte. Also ein Vortrag, eine Geschichte, ganz egal was, im Geschäftsleben muss so sein, dass es das Zielpublikum euch in dem Fall interessiert und dass ihr euch jetzt denkt, das macht er vielleicht gar nicht so schlecht anders, das hören wir zumindest bis zum Schluss an. Wer von euch möchte unbedingt ein Loch in der Wand? Wer von euch interessiert sich unglaublich dafür, wie diese Maschine dieses Loch in die Wand kriegt, wie viel PS das drum hat, wie viele Umdrehungen und wie viele Zehnfunktionen? Keine Sau. Warum ist es trotzdem möglich, Bohrmaschinen zu verkaufen, und zwar nicht an den Profi-Handwerker, sondern an ganz normale Menschen? Weil es ein Problem löst. Ich bin der festen Überzeugung, dass ich selber auch keine Bohrmaschine wollte. Aber ich wollte ein Bild oder ein Kehrkastel an der Wand. Also habe ich doch ein Problem vor Augen. Und wenn jetzt eine Firma mir geschickt erklärt, wie es mir das löst, dann kaufe ich das Ding. Was wir aber machen, wenn wir uns selber vorstellen, wenn wir ein Produkt vorstellen, wenn sich eine Firma als Arbeitgeber vorstellt, ist genau das Gegenteil davon. Wir fangen mit Fakten an, wir beten Kennzahlen runter. Ich lese euch meinen Lebenslauf vor, ich erzähle euch, wo ich vorher gearbeitet habe. Obwohl es euch wurscht ist, wo ich jetzt arbeite, weil wenn es euch interessiert, dann geht es um das, was ich sage. Also wir beginnen prinzipiell einmal falsch. Die Agenda, die 7 Todespunkte der Langeweile, meine persönliche Lebenserfahrung, irgendwelche Produktfeatures. Wie könnte man es denn anders machen? Man kann es sogar so machen, dass man ein Problem aufzeigt, das noch gar nicht besteht. Das heißt, mir fällt plötzlich ein, ah, stimmt, das ist ja schlau. Warum sind gewisse Produkte so grandios in der Wahrnehmung, in dem, wie sie dich bekommen und warum du es plötzlich gut findest? Ganz persönlich, dieses Beispiel mit Apple und diesen Kopfhörern, ich habe die belächelt, ich habe gedacht, so ein Scheiß. Verliert man und ist, warum so praktisch kann ich einreden. Wenn man dann irgendwann das mehr sieht und sie ärgert, weil man immer dieses Kabel gewirkst hat, merkt man plötzlich, ha, stimmt, das sehe ich ganz anders. Und das Ganze führt dazu, dass ich ganz stark aus Kundensicht argumentiere. Und das ist jetzt, ob es Marketing ist, ob es in einem Bewerbungsgespräch ist, ob es Employer Branding ist, wurscht, das geht im Geschäftsleben eigentlich, wenn man es schlau ansteht, darum, dass man überlegt, was könnte denn mein Gegenüber interessieren? Als ich mit dem Richie abgestimmt habe und gesagt habe, was könnte jetzt euch Studenten interessieren, was war vielleicht noch nicht Thema, habe mir genau die Frage gestellt. Sind jetzt Bullet Points das, was ihr unbedingt braucht? Oder soll es eher Impuls sein zum Nachdenken zu, naja, Storytelling, was steckt denn da dahinter? Jetzt rede ich schon die ganze Zeit von Storytelling, ich habe aber noch keine erzählt. Also, wie versprochen, hier ist eure Geschichte. Normalerweise würde ich jetzt fragen, wo ist es? Und irgendein Mutiger sagt mir dann, der Vatikan ist jetzt online etwas schwieriger. Also ja, richtig, es ist der Vatikan 2005. Es ist was passiert und zwar der Papst ist gestorben. Und Menschenmassen in den Straßen Roms bzw. des Vatikans und natürlich wollen sie dabei sein und diesen Moment erleben. Und was an dem Bild aber ganz interessant ist, man sitzt unten rechts, alle schauen, alle sind da und alle nehmen diesen Moment wahr und eine Person schreibt der SMS. Ich nehme an, sie macht kein Foto, das ist irgendein Nokia in 2005. Das war zu der Situation das normale Leben. Wir haben uns 15 Jahre später, das schaut komplett wild aus. Warum? Naja, weil in 2013 war wieder was mit dem Papst, und zwar, es ist, ich glaube, einmalig in der Geschichte, der Papst zurückgetreten und plötzlich war das neue Normal. Das heißt, innerhalb von 8 Jahren, das war früher eine Regelstudiendauer, das ist heute irgendwie
ein bisschen kürzer, aber eigentlich nicht viele Jahre, hat sich was fundamental verändert. Und zwar die Art und Weise, wie Menschen mit Informationen umgehen, mit Situationen umgehen und allein schon, was sie Daten produzieren. Plötzlich, jetzt haben wir 2013, ist das doch total normal und 2005 ist, kann man sich nicht mehr vorstellen. Also Dinge verändern sich und mit dieser Veränderung bleiben sie. Also das dreht sich ja nicht mehr zurück. Da kann man sagen, okay, passt, das neue Normal, das wird immer so gerne so benannt, haben wir verstanden, das bleibt jetzt. Ja, nicht ganz, weil kurz drauf ist dann etwas entstanden, was Fotografie nun mal verändert und auch wiederum ein Nutzerverhalten. 2005, 2016, 11 Jahre, der Menschheitsgeschichte gar nichts, im Verhalten von uns allen, in der Wahrnehmung, was normal ist und wie wir mit Informationen umgehen, wie wir Geschichten erzählen, wie wir selber plötzlich Teil der Geschichte sein wollen, weil wir am Foto drauf sein wollen und nicht mehr ein Tier anschauen für irgendein Gebäude, ist im Kopf bei uns ein fundamentaler Wandel. Wenn ich den Wandel ignoriere und so tue, wie wenn das alles nicht passiert wird, erzähle ich Geschichten nur immer so wie früher. Meine PowerPoint wird so ausschauen, dass ich euch auf jeden Fall mein CV runtergebetet hätte, definitiv die Agenda durchgegangen wäre und mir bei der 8. Folie mit Bullet Points wäre. Die Folien würden so reinfliegen und es wäre alles wie früher. Aber es ist nicht mehr wie früher. Und wir selektieren nicht mehr so wie früher. Das war die erste Geschichte. Warum erzähle ich euch das? Kann man berechtigt fragen, okay, war vielleicht jetzt nicht so was Neues, die Welt verändert sich, eh klar. Naja, da steckt halt etwas dahinter, was wir uns wirklich überlegen müssen, und zwar eben dieses Bild der guten alten Zeit, früher war alles ein bisschen übersichtlicher, ist halt einfach vorbei. Und heute leben wir in einer permanenten Informationsflut. Das heißt, unser Stammhirn hat sich nicht grandios verändert, das, was auf uns einprasselt, aber extrem. Das heißt, wir sind doch alle, ganz egal in welcher Rolle, als Student, als Arbeitnehmer, in der Familie, als Privatperson, mit einer Informationsflut konfrontiert und können mit der genau in einer Art und Weise umgehen, wir selektieren. Das heißt, binnen Kürze entscheiden wir, interessiert es mich oder nicht, und wenn nicht, ist es weg. Dinge verändern sich rasant schnell. Gewisse Dinge gehen hoffentlich wieder zurück aufs alte Normal, also wenn man jetzt Corona bedenkt, was mit uns passiert, wie wir alle online sind, wie wir trotzdem weiterhin arbeiten, aber wie sich Dinge wie eine Vorlesung, Recherche und so weiter von eh schon am hohen Niveau nochmal stärker ins Digitalzeitalter katapultieren, auch da wird etwas überbleiben. Diese Veränderung wird hoffentlich gesellschaftlich in einen Teil zurückgehen, dass wir uns wieder frei bewegen können. Sie wird definitiv nicht zurück auf los, dass alles ist wie früher im Arbeitsleben, in der Art und Weise, wie wir kommunizieren, wie wir agieren, wie wir reagieren. Das heißt, diese Veränderungen, wenn man sich sie überlegt, sind insofern wichtig, wenn man sein eigenes Verhalten im Geschäftsleben nicht dem anpasst, dann ist man einfach der Dinosaurier im Raum, der nur immer so tut, wie wenn es komplett ausreichen würde, wenn man, weiß ich nicht, in einem Katalog steht. Als blödes Beispiel. Also die Zeit ist rasant im Wandel und wir müssen darüber damit nachdenken, wir müssen uns überlegen, was hat das für einen Einfluss drin. Jetzt kommt so ein bisschen eine Binsenweisheit. Nichts ist so konstant wie die Veränderung, aber es stimmt einfach. Wir werden permanent einen Wandel erleben. Und was wir halt gerade erleben, ist, es geht immer schneller. Prinzipiell ganz lustige Zeit, weil für technologischer Wandel, für Möglichkeiten, aber eben eine Herausforderung ganz für den Menschen selber. Wir müssen permanent entscheiden, was ist interessant, was ist irrelevant. Und das wird leichter. Es ist ja alles da, ich kann es mit einem Klick mehr oder weniger lösen, wenn es mich nicht interessiert. Aber die Herausforderung ist einfach jetzt, wie kriege ich denn eure Wahrnehmung? Und ich hoffe, dass der Vortrag jetzt in einer Art und Weise, wo ihr denkt, ah gut, ich höre nur zu. Was hat jetzt Social Media mit dem Ganzen zu tun? Naja, das eine ist ja diese Datenflut, die beschriebene, die einfach passiert über Digitalisierung, über Handys, über permanente Interaktion, über das, dass Firmen, Medien und so weiter einfach alles online Daten und Informationen produziert. Und das andere ist natürlich wir selber. Und unabhängig davon, ob ihr jetzt ein LinkedIn-Profil habt oder nicht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in irgendeinem Social-Media-Kanal vertreten seid, unglaublich hoch. Und was dann darin passiert ist, naja, wenn man es einmal am Beispiel von LinkedIn nimmt, dass ihr dort vorkommt. Das heißt, wenn man jetzt Katharina als Beispiel nimmt, Katharina hat eine Identität. Das darf man jetzt nicht verwechseln mit dem echten privaten Menschen, den die Familie oder der Freundeskreis ganz genau kennt, mit allen Emotionen. Aber es ist eine Online-Identität, aus der einfach schon mal was ablesbar ist. Wer, wo, was, wie. Angaben, die man einfach freiwillig macht. Und
Dann gibt es Dinge, die man vielleicht gar nicht so reinschreibt, die aber die Maschine versteht. Was mache ich denn? Wo halte ich mich auf? Wie lange halte ich mich auf? Was interessiert mich? Welche Inhalte schaue ich mir an? Welche ignoriere ich? Mit wem bin ich vernetzt? Das heißt, im digitalen Zeitalter werden verschiedene Layer, glaube ich, nennt man es, übereinandergelegt und interpretiert. Und was dann herauskommt, ist die Überlegung, naja, was ist denn die Intention? Das, was vom Profil stammend passiert, ist das, was ein Unternehmen verstehen muss. Es ist aber genauso, was eine Abteilung, die im Recruiting ist, verstehen muss. Was ist denn die Intention eines Menschen, den ich einstellen will? Und umgekehrt, wenn man sich in die Rolle eines Bewerbers versetzt, wäre es auch nicht schlecht, wenn ich verstehe, was will denn mein Gegenüber? Ansonsten, was mache ich? Ich bebe meinen Lebenslauf runter, der schaut immer gleich aus und überlege mir gar nicht, was mein Gegenüber überhaupt wichtig ist. Das heißt, in dem Zeitalter, in dem wir bis vor kurzem waren, war Kommunikation marktschreierisch. Ich habe Fakten rausblärt. Beispiel der Bohrmaschine. Features, Fakten, Technik. Überhaupt nicht drüber nachgedacht, was ist die Intention, was ist das wirkliche Problem, was will jemand gelöst. Das ist aber das Kernelement, was auf Social Media passiert, ist ja eigentlich, und auch das Geschäftsmodell, die Interpretation von, was will denn jemand, was könnte interessiert sein, welchen Beitrag zeige ich dieser Person. Und was ich ganz oft höre, ich arbeite im Vertrieb und kriege ganz oft so das Gegenargument, so ein bisschen, naja, aber wir sind nicht im Internet, wir sind ein konservatives Haus, das macht man noch nicht so, Social Media braucht man nicht. Und ich habe ein Gegenargument und das ist ganz simpel, das Internet hat zu allem eine Meinung. Ob ihr wollt oder nicht, im Zweifel auch zu euch. Ich glaube, es gibt fast keine Leute mehr, die schaffen, dass wenn man sie googelt, da überhaupt nichts vorkommt. Und das ist einfach unsere Zeit. Jetzt bohrt übrigens der Nachbar, falls man es hört im Hintergrund. Das ist eben unsere Zeit. Es ist schon fast verdächtig, wenn ich gar nicht auffindbar bin. Das heißt, eine gewisse digitale Präsenz gehört halt fast dazu. Und mit der digitalen Präsenz passiert was, sie wird interpretiert. Das heißt, die muss man einfach überlegen, da sind wir beim Storytelling. Ja, was ist denn die Botschaft, die ankommen soll? Als Privatperson, wie möchte ich wahrgenommen werden? Jetzt, wenn ich zu euch spreche, mit meinem Online-Auftritt auf LinkedIn, im Kennenlernen vom Reach im echten Leben oder beim Bewerbungsgespräch. Und das Argument von, machen wir nicht mit, brauchen wir nicht, wir sind eh nicht dabei, zieht nicht. Und ich möchte euch zwei Beispiele bringen. Das eine ist ein Instagram-Phänomen, die Zahlen sind nicht mehr ganz aktuell, von Fruity Poppin, eine Influencerin, Kanadierin, und die war in Kanada unterwegs und sieht ein Feld mit Sonnenblumen. Total unspektakuläre Geschichte bisher. Aber was sie macht ist, sie macht ein Foto. Naja, es ist Instagram. Also, Foto, die Dame präsentiert sich dort und was passiert? Das Ding explodiert. Jeder findet es ganz toll, weil es ist ja schließlich Fruity Poppin und sie steht im Sonnenblumenfeld. Der digitale kurzfristige Hype ist geboren. Okay, normalerweise ist das noch zwei Tage vorbei und sie hat einfach gute Werbeeinnahmen über ihre Sichtbarkeit lukriert. Was aber passiert ist, ist, na, in dem Fall, alle wollten das gleiche Bild. Jetzt könnte man annehmen, okay, jeder sucht sich irgendein Sonnenblumenfeld, macht sein Bild und ist fertig. Nein, natürlich nicht. Es musste ja dieses Feld sein, Fruity Poppin hatte markiert, wo sie ist. So, der Herr, dem das Feld gehört, oder die Familie, die haben davon gelebt, was man sich vorstellen kann, wenn man ein Sonnenblumenfeld hat, von Sonnenblumenkernen. In der Steiermark wäre es Kerne, ich weiß jetzt nicht genau, was sie dort machen. Was aber passiert ist, da sind Horden von Leuten in deren Feld trampelt, immer weiter rein, das muss natürlich im Hintergrund perfekt sein und die Blume frisch, um dieses Bild zu bekommen. Hat gemündet in einen Polizeieinsatz am Anfang und am Schluss in einen Eintritt ins Sonnenblumenfeld, damit die Reparaturkosten zumindest von der Ernte wieder herinnern. Also, das Argument, ich mache nicht mit, ich bin nicht im Internet, sieht nicht, weil es auch passieren kann, wenn ich nicht online bin. Der Sonnenblumenbauer war nicht wirklich online. Heustadt, auf der rechten Seite, ein Dorf wird berühmt, ein ähnliches Beispiel. Natürlich hat Heustadt beworben, natürlich war Heustadt ein touristischer Ort. Dass das in China nachgebaut wird und jetzt quasi, ich übertreibe ein bisschen, jeder Chines einmal in seinem Leben dort sein muss, um dort ein Foto am See zu machen, war nicht geplant. Dass die Auswirkungen daraus enorm sind, weil plötzlich Leute in Wohnzimmern von Privatpersonen stehen, weil sie glauben, das ganze Ding ist ein Museum, war auch nicht geplant. Was will ich damit sagen? Ich bin nicht im Internet, ich spüre nicht mit, ist keine Option. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden, das ist auch nicht meine Entscheidung, das ist einfach ein Fakt. Das heißt, ich muss mir überlegen, als Firma, als Privatperson, wenn ich schon eh nicht sagen kann, ich mache nicht mit, wie ist denn mein Eindruck? Und ich möchte nicht, dass es mich überrollt mit einem Phänomen, mit dem ich gar nicht gerechnet habe, sondern möchte irgendwie reagieren. Das Ganze reduziert sich im Prinzip ganz simpel auf etwas. Wenn ich am Schluss weg bin und euch irgendwer fragt, wie war es, dann gibt es links oder rechts. Entweder, wow, ganz cool, interessant, oder irgendein Vortrag. Aber wieder da. Überlegen wir uns, was heißt das in einem Bewerbungsgespräch,
wenn ich mein Produkt verkaufe, wenn ich meine Arbeitgebermarke verkaufe, wenn ich Geschichte erzähle, im Geschäftsleben einfach. Möchte ich das ranzige Einkaufsschwagerl sein in der Wahrnehmung oder möchte ich ein interessantes Image sein? Ich habe irgendwann einmal geschrieben auf LinkedIn, dass das Social Media Post ist so ein bisschen wie beim Dating. Wenn es nicht witzig oder interessant ist, dann wird es nichts. Es ist doch einfach so. Wir wollen im echten Leben nicht gelangweilt werden. Kein Mensch will das. Wir wollen im echten Leben entweder was lernen, was Interessantes hören oder uns unterhalten. Und ich kann das beides nutzen, auch als Unternehmen und in einer Geschäftswelt, und zwar in Kombination. Und da muss jetzt nicht hip sein. Ich rede jetzt nicht davon, dass ich jetzt die coole Agentur brauche, damit ich das sagen kann. Und wenn ich ein Steueranwalt bin, muss ich fad sein. Es muss natürlich zur Zielgruppe passen. Aber genau das ist die Überlegung. Was interessiert meine Zielgruppe? Wie transportiere ich diese Botschaft, damit sie verfängt? Okay. Vielleicht sind wir uns bisher einig, aber dann kann ich nicht mehr sagen, ja, das stimmt eh für die und die Branche, und hinter der aber unser, ich habe es ja bewusst geschrieben, Dings, ist nicht online, ist leider nicht dabei. Und man kann dann ganz ironisch antworten, okay, das ist so ein Pech, weil es einfach nicht stimmt. Die Grafik geistert seit ein paar Jahren durchs Internet, die zeigt einfach, was in 60 Sekunden, das ist ein bisschen weniger als die Zeit, die braucht für die Folie, im Internet passiert. Also eine Minute im Internet bedeutet, das muss ich kurz lesen, 1,4 Millionen Swipes auf Tinder. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das gerade während dieser Vorlesung passiert, von einem Teilnehmer, weil wir ja online sind, alle ist auch nicht so gering. Die Videos, die gesehen werden, die Login-Daten bei LinkedIn, die Generierung von Inhalt auf Facebook, auf Twitter, auf was gerade wo, ist einfach gigantisch zu allen Themen. Zu dem feinsten Nischenthema der Technologie bis Mainstream Fußball-Bundesliga bis hin zu irgendwas. Das heißt, ich lasse das Argument nicht gelten von wegen, ja, aber das ist bei uns halt nicht so. Das ist, wir sind so spezialisiert, da finden wir. Nein, es ist doch einfach, mittlerweile ist doch nichts anderes als ein Tool. Online sich zu präsentieren, zu suchen, zu navigieren, sich zu vernetzen, ist ja nichts Elitäres mehr für irgendeinen komischen Kreis, der das halt macht, sondern Mainstream. Und weil es so Mainstream ist, und zwar über alle Kanäle hinweg, muss ich einfach überlegen, naja, wie nutze ich denn das für mich? Und wenn ich verstehe, wie es einfach online funktioniert, wie Informationen gesucht oder eben ignoriert werden, verstehe, dass ich etwas in meiner Kommunikation ändern muss. Weil wenn das alles nicht so wäre, dann hätten wir alle nur Kataloge, würden uns das Zeug selber raussuchen und dann bestellen, und zwar schriftlich. Das heißt ganz einfach, dieses Gegenargument, ich lasse einfach nicht mehr gelten, egal in welchem Bereich, von wegen, unser Dings ist nicht und Zielgruppe sowieso nicht, stimmt nicht. Es ist einfach widerlegt. Es ist in Österreich widerlegt. Da kommt oft so, ja, das stimmt schon, der asiatische Raum ist so online und es sind super digital, aber wir nicht. Ist auch nicht wahr. Also die Durchdringung in Österreich, da ein paar Zahlen dazu, ist einfach gewaltig. Mobile Usage, über 40%. Generell Social Media User, da reden wir nicht von Internetnutzung, sondern wirklich Menschen in Österreich, die irgendeinen Social Media Kanal, 4,4 Millionen. Wir haben ungefähr 4,2 Millionen Arbeiter in der Bevölkerung. Also wenn ich mal die Randgruppen der Zielgruppe rausrechne, also Menschen, die sagen wir sehr betagt sind und nie mehr in das Online-Digital-Zeitalter gefallen sind und ganz kleine Kinder, haben wir eine gewaltige Optik. Die Leute sind doch nicht auf Social Media, weil irgendwer gesagt hat, du musst dich anmelden und nutzen es dann nicht mehr. Sondern die ziehen einen gewissen Mehrwert aus. Die haben irgendeine Funktion gefunden für sich, eine Information, die sie daraus ziehen und deswegen ergeben sich diese Zahlen. Und auch da wieder, wenn meine Leute, meine Zielgruppe, mein Interesse online ist, dann muss ich doch in der Art und Weise kommunizieren, wie es dort üblich ist, sodass ich wahrgenommen werde. Der Finger des Schreckens. Es gibt so, wie ist der Spruch, die Feder ist stärker als das Schwert. Ich glaube, ich würde heute sagen, der Finger ist die absolute Supermacht heutzutage, wenn es darum geht, um Wahrnehmung oder nicht. Ich muss ein bisschen unterscheiden, der Finger ist eine Maus und jetzt der Daumen beim Smartphone. Mit einem Klick bestimme ich jederzeit, ob ihr, eure Botschaft, euer Lebenslauf, euer Produkt, egal was die Kommunikation gerade ist, interessant ist oder fad. Ist es beliebig und ich verstehe gar nicht, warum es vor meiner Nase ist, oder verfängt es? Und wann verfängt es? Ja, sicher nicht, wenn ihr euch mit Bullet Points quält. Sicher nicht, wenn ich am Anfang 10 Minuten über was rede und noch immer nicht bin bei dem Thema eigentlich. Sondern wenn ich mir überlegt habe, wer ist die Zielgruppe und was könnte ich dort lassen, damit da was verfängt. Und sagen wir uns ehrlich jetzt, eine ganze Vorlesung lang, unglaublich viel Inhalt. Was bleibt denn von meinem Vortrag über? Was bleibt denn in 3 Wochen hängen, wenn ich damit irgendwelche Statistiken und Fakten lerne? Im Zweifel nichts. Also wenn ich mir in mein Studium zurückerinnere, gut, ich habe 15 Jahre her, aber da bleibt im Zweifel wenig über.
Aber Kernbotschaften, Grundideen und Prinzipien zum Produkt, egal, immer zur Story, die kann ich mit einem Ankerpunkt setzen. Und deswegen finde ich immer, wenn man sich diesen Finger vor Augen führt, diesen klickt mir wer sofort weg oder wischt drüber, weil er gar nicht versteht, was das ist, gibt mir eigentlich schon so eine Art Bauchgefühl mit zu, es geht nicht um das, was ich erzählen will, es geht im ersten Schritt über das, was könnte wen interessieren. Und dann muss ich verbocken natürlich, was möchte ich erzählen. Und das kann dann Fakten sein, das kann Produkt sein, das kann Recht sein, das ist ganz egal. Aber ich muss mir zuerst die Aufmerksamkeit verdienen. Und wir haben gesehen, radikal schneller Wandel, unglaublich viel Information. Und wie gesagt, mit einem Klick ist alles weg. Es tut nicht weh, es ist keiner beleidigt, weil es sieht keiner. Es ist brutal. Es ist ein brutal ehrliches Feedback, wenn ich ignoriert werde. Aber da muss ich was ändern. Eine kurze Exkursion zum Mond. John F. Kennedy, ich glaube, die Geschichte ist erstunken und erlogen, aber ich finde sie sehr cool. John F. Kennedy war angeblich in seiner Halle, Cape Canaveral, wo die Rakete dann geschossen wurde, die Mission zum Mond. Und statt dass er links abbiegt, biegt er rechts ab und dort steht einsam ein Mann und kehrt diesen Riesenraum. Und John F. Kennedy geht zu ihm hin und sagt, what are you doing, sir? Und der Mann stellt den Besen neben sich und sagt, bring a man to the moon. Und John F. Kennedy mit Glanz in den Augen salutiert vor diesem Mann. Die Geschichte ist ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Es gibt verschiedene Auslegungen, ob die jemals so stattgefunden hat. Ich glaube, sie ist einfach erlogen. Aber die Geschichte, ein bisschen besser erzählt im Original und nicht von mir, bringt ganz viel Vision, Emotion, Zusammengehörigkeitsgefühl, Identifikation mit einem Projekt in eine ganz simple Geschichte. Also quasi etwas Größeres, die Vision und jeder ist Teil davon und, und. Jetzt brechen wir das einmal auf Unternehmensmarke runter. Wenn ich plötzlich meine Werte, meine Mission kommuniziere, indem ich eine größere Idee gebe, indem ich den Mitarbeiter einbinde, indem ich das Ganze irgendwie authentisch nachbaue und so mache, dass jemand weitererzählen kann, dann ist das ganz was anderes. Dann sind wir nicht mehr beim, wir haben irgendwas ausformuliert, da auf unserer Internetseite können Sie es nachlesen, sondern sind wir bei einer Geschichte. Deswegen finde ich das Beispiel ganz cool, wenn man sie zu Vision und Mission unterhält. Ich glaube wirklich, es ist erfunden. Aber es packt ein größeres Gut, eine höhere Geschichte in eine ganz kurze Story, bringt Menschlichkeit rein, schafft Zusammengehörigkeit über Hierarchien, mit ganz viele Faktoren, wenn man es hört. Wenn es ja gut erzählt, kriegt man fast den ganzen Lauf. Ich glaube, das habe ich gerade nicht schon. Naja, ganz kurz dazu uns, LinkedIn. Wir haben auch eine Vision und eine Mission, die aber auch, wenn ich es jetzt nur vorlese, komplett beliebig ist. Wenn wir sie aber darüber nachdenken, das machen wir gleich, dann wird es etwas greifbarer. Also unsere Vision ist, dass wir Möglichkeiten schaffen für jedes Mitglied der globalen Belegschaft, glaube ich, heißt es auf Deutsch, ganz furchtbares Wort, also Workforce auf Englisch. Und die Mission ist, dass wir diese Leute etwas an die Hand geben, damit sie mehr Erfolg haben. Und warum ist das so generisch? Naja, weil Erfolg und Mission und was jemand antreibt für Millionen von Leuten, für jeden individuell anders ist. Aber wir geben technisch unser Bestes, das zusammenzubringen. Da möchte ich jetzt kurz ein bisschen drauf eingehen. LinkedIn wächst so ungefähr 2 Mitglieder die Sekunde. Das heißt, in der Stunde, in der wir beisammen sind, werden wir so ungefähr 7.000 Mitglieder mehr haben und weltweit sind 700 Millionen fast gerundet. Und es hat ja einen Grund. Wir waren vorher dabei, warum nutzt denn wer Social Media? Naja, die Leute haben zumindest am Beginn eine vage Idee und kriegen dann einen Mehrwert aus dem, dass sie auf so einem Online-Tool interaktiv sind. Und man sieht, gar nicht so wichtig, die einzelnen Zahlen, aber das sind Millionen von Unternehmen, Millionen von Jobs, Bildungsinstitute, Kenntnisse und Fähigkeiten und eben einzelne Personen als Mitglieder. Ich glaube, ihr habt schon gehört über Personal Branding und was man da machen kann. Aber das Ganze ist, wenn man es isoliert betrachtet, ja eigentlich im ersten Schritt einfach nur in ein Zahlenspiel. Man kann es global aufschlüsseln, dann sieht man, dass in Europa wahnsinnig viel los ist, dass da Dynamik drin ist und dass es wirklich ein globales Tool ist. Jetzt sind wir aber sehr bei Fakten wieder. Wenn sie sagen, ja, okay, Facebook ist größer oder irgend sowas oder ja, schön. Warum ist das aber relevant? Ja, weil, wenn man sich überlegt, was machen denn die Leute überhaupt auf so einer Plattform? Klischeehaft würde man sagen, ja, die suchen Jobs und sonst nichts. De facto ist aber ganz was anderes. Das heißt, tauschen sich Menschen zu diversen Gebieten. Also ich habe mein Thema mit Storytelling und LinkedIn und ihr habt was anderes und so ist es einfach ganz divers. Aber im Recherchieren, Netzwerk, informieren sich über Jobs. Schlau machen. Was macht denn das Ganze? Also, ganz ehrlich, wenn man das jetzt erzählt, sage ich, okay, mehr nicht. Das ist die Basis, okay, Millionen von Menschen nutzen ein Tool, geben irgendwas ein und suchen etwas.
Aber jetzt sind wir wieder beim Anfang. Es ist doch viel zu viel Information da. Es ist doch viel zu viel alles da. Es ist doch komplett unübersichtlich. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mir wird unübersichtlich. Das heißt, wenn man sich das Bild vor Augen führt, genauso schaut es aus, wenn das Ganze nicht verwaltet wird. Es ist nichts anderes als ein Riesensaustell. Also Sodom und Gomorra im Datenchaos. Wenn nicht, man das Ganze schlau angeht. Also auch da wieder, es ist doch überhaupt, wenn ihr euch sagt, ihr müsst bei LinkedIn sein, ich bete runter, mir sind 700 Millionen Mitglieder. Und sagt ihr, danke, was ist mein Mehrwert, was habe ich davon? Also muss doch ein Tool, ein Produkt, die Geschichte, wie ich sie erkläre, ein bisschen besser sein. Also ich brauche, um aus diesem Datenwust irgendwas zu machen, Technik. Und das ist generell das, was Social Media umfasst und was uns generell auch in ganz vielen anderen Bereichen begegnen wird. Das ist einfach künstliche Intelligenz. Das heißt auf gut Deutsch, dass ich adaptiere eine Maschine, dass mir die hilft, Dinge zu sortieren und besser zu machen. Da geistern ganz viele Geschichten übrigens um. Ja, künstliche Intelligenz, ganz bedrohlich, die Wahnsinn und bald braucht es uns Menschen immer und dann sind wir eben beim Terminator und Robotik und hin und her. De facto, ganz viel halbseitiges Wissen, ich bin auch kein Techniker, aber letzten Endes ist doch einfach nur Automatisierung hochgradig, um dieser von uns Menschen geschaffenen Informationsflut wieder Herr zu werden. Und es geht ja nicht nur darum, dass wir jetzt irgendwelche Daten produzieren, die wir dann irgendwie verwalten, sondern wir wollen ja Mehrwert draus. Was ist denn der Mehrwert eines Netzwerks, wenn ich daraus nichts finde, nichts lerne? Was ist der Mehrwert von so einem Vortrag, wenn sie nachher sagt, ja, jetzt habe ich irgendwas zu der Firma gehört, aber schlauer bin ich nicht. Also eigentlich sollte die künstliche Intelligenz, die uns hilft, mit diesem Datenchaos umzugehen, ein freundliches Helferlein sein. Und der viel zitierte, falsch wahrgenommene und irgendwie komisch erklärte Algorithmus, da werden immer so das wird ganz mystisch erklärt. Ich habe das Gefühl, wir stehen kurz davor, dass das zur Religion erhoben wird. Ja, das ist der Algorithmus, das weiß kein Mensch. Es ist ein Algorithmus, ich bin kein Techniker, ich bin kein Mathematiker. Also letzten Endes eine hochkomplexe, aber trotzdem nachvollziehbare mathematische Handlungsvorschrift für einen Computer, wie er ein Problem löst. Warum erkläre ich euch das oder warum erzähle ich das? Naja, weil, wenn wir uns wieder überlegen, wo kommen wir denn her von diesem Wahnsinnssatz an Menschen, Mitglieder, Unternehmen, Datenpunkten, die alle mal irgendwo reingehen, brauche ich ein Tool, das sortiert. Und das ist genau ein Wort ganz wichtig gewesen, und zwar sortieren. Denn was passiert denn, wenn ich selber nicht mehr überblick, weil es unmöglich ist, weil es Millionen Menschenleben bräuchte, um die Daten zu lesen? Ein System schlägt Dinge vor. Ein System, der Algorithmus, in dem Verbund LinkedIn, bringt Mitglieder, Themen, Unternehmen, Jobs, Universitäten, alles das, was dort passiert, zusammen, basierend auf Interessen, auf Intention. Und jetzt sind wir wieder, wenn wir uns vorher überlegen, was interessiert denn jemand? Ganz wichtig, nicht die Bohrmaschine, sondern das hängende Bild an der Wand. Wenn das Unternehmen meine Unternehmenswerte runterbeet, wie früher ich präsentiert habe, das nimmt niemand wahr. Warum? Weil ja keiner nach mir sucht. Man muss sich einfach überlegen, dass heutzutage sich eins fundamental geändert hat. Produkte werden mir vorgeschlagen. Selbstverständlich, dass wenn ich ein bisschen was suche, plötzlich die von überall herfliegen. Informationen werden mir anders näher gebracht. Mein Suchverhalten hat sich verändert. Und teilweise ist es so, dass ich aus, ganz egal worum es gerade geht, gar nicht suche, sondern irgendwas entdecke, weil ihm eines relativ schlau gemacht hat, dass er sich vor mir präsentiert. Und im Geschäftsleben ist es exakt das Gleiche. Mein Nachbar bohrt gerade. Ja. Also im Geschäftsleben ist es wirklich exakt das Gleiche. Das heißt, es gibt ein Zusammenbringen von Themen, Unternehmen und Personen. Und die passiert über die Technik. So, und wenn ich das akzeptiert habe, dann ist es wieder das Gleiche. Ich muss mir im ersten Schritt überlegen, wen möchte ich erreichen? Was kann ich dem erzählen, das ihn überhaupt interessiert? Und wenn ich das schaffe, dann ist das System traumhaft, weil dann erreiche ich nämlich einen Personenkreis, der weit über meine Einflusssphäre ist, der weit über meinen regionalen Kreis ist, den ich erreichen kann. Aber prinzipiell geht es immer darum, ich muss für die Zielgruppe relevant sein. Data has a better idea. Es geht einfach darum, ich kann es nicht manuell machen. Ich muss das System kennen und verstehen. Und Storytelling ist meines Erachtens einzige Möglichkeit, wie ich mein Zielpublikum erreichen kann. Und da ist vollkommen wurscht, dann, welche Geschichte ich erzählen möchte. Ob es ein Detailprodukt ist, ob es sehr technisch ist. Ich muss mir einfach nur in die Lage versetzen, was ist denn relevant? Und wenn ich dieses Relevanz nicht mit runterbeten von Fakten, sondern mit einem Aha-Moment, mit irgendwas Kreativem, einem anderen Stil, einem kreativeren Einstieg, dann plötzlich habe ich ganz andere Chancen. Das Gegenteil ist aber auch wahr, also
Das ist das Idealszenario. Aus dem Datenwust wird Datenliebe. Das zeigt, bringt mir etwas. Ich habe einen privaten Vorteil daraus. Ich habe als Unternehmen einen Vorteil. Ich kann wirklich meine Ziele erreichen. Ich kann, was auch immer ich da gerade tun möchte. Ich kann meine Story erzählen, sodass sie glaubhaft ist. Aber ich brauche eine. Und da sehe ich die große Herausforderung auch in Österreich bei vielen Unternehmen noch, dass man noch gar nicht so akzeptiert hat, dass man sich bewegen muss. Dass Kommunikation halt eben nicht mehr das Runterbeten von Fakten ist, das Präsentieren für irgendwelche, weiß ich nicht, irgendwo auf der Homepage kann ich mir selber suchen, sondern dass ich sage, wen möchte ich erreichen, was erzähle ich denn? Und dass es nicht mit einmal erledigt ist. Das ist ja bei mir so. Ich werde nicht mit dem einen Vortrag jetzt alles erreichen, was ich im österreichischen Markt vorhabe. Ich werde aber sicherlich den einen oder anderen reichen, der sagen wird, du, der Geißelte, das war gar nicht so schlecht, hör dir das mehr. Und somit hat mein Name, mir ist sogar lieber der Thoman, einfach ein gewisses Image und das ist Teil meiner Geschichte. Und die ist wirklich nicht mein Lebenslauf, die ist nicht der Agenda-Punkt, das ist einfach das, war das eine Geschichte, war das interessant, ist etwas hängen geblieben. Und genau das bete ich mir runter und sage, genau das müsst ihr machen. Wenn du deinen Job verkaufen willst, weil du sagst, ich habe so eine lässige Stelle, dann ist es doch nicht wieder eine Auflistung von Aufgabengebieten, sondern ein, was kannst du dort machen, was kannst du dort erleben, was ist die Kultur und, und. Wenn du einen Freund fragen würdest, wie ist es dort zu arbeiten und der ist zufrieden, erzählt er dir auch nicht in Bullet Points irgendwas von der offiziellen Beschreibung des Jobs, sondern sagt, hey, das ist lässig und dort kann ich machen und da habe ich Freiheit. Also, wenn wir akzeptieren, dass das Geschäftsleben im Dialekt sein darf, wenn wir akzeptieren, dass das Geschäftsleben auch im Du sein darf, dass es ein bisschen lockerer sein darf als Geschichte, dann macht es mehr Freude und es verfängt einfach. Typische Reaktion. Ja, stimmt eh irgendwie. Und ja, sollte man. Man müsste es halt, aber eigentlich. Und es ist so wenig Zeit. Kenne ich alles. Es ist komplett mühselig, alte Verhaltensmuster aufzubrechen. Und es ist umso mühseliger, wenn man in Organisationen denkt, weil ganz viele Leute mitentscheiden. Aber es ist notwendig. Wenn wir weiterhin so tun wie früher, dann sind wir eben in einer Welt, die es nicht mehr gibt. Kommunikation hat sich verändert. Bilder funktionieren besser. Eine Geschichte muss erzählt werden. Freisprechen. So reden, wie dein Zielpublikum spricht. Mein Lieblingsbeispiel ist Unternehmenskultur. Da wird nämlich versucht, über eine Organisation von, sagen wir, 1000 Mitarbeiter drei Werte drüber zu stülpen. Und dann redest du mit der Rechtsabteilung und mit der IT-Abteilung und merkst, es sind ganz andere Menschen. Also die sind sich schon darauf einig, dass man prinzipiell so ist in der Firma. Aber die Kultur, das was wirklich cool ist für die jeweilige Person, ist in dem Team, ist genau dort, wo der tägliche Job ist. Da sind Werte, da sind Interessen, dort macht es spannend. Das ist der Grund, warum man gern hingeht. Das kann beim Studium sein, beim Job, ganz egal. Wenn ich das raus, wenn ich schaffe, dass ich einen echten Mitarbeiter, seine Geschichte erzählen lasse, plötzlich bin ich total glaubhaft. Wenn ich jetzt euch über Storytelling erzählt hätte und ich hätte euch den klassischen PowerPoint-Vortrag geliefert, wie glaubhaft wäre ich? Also wie gut glaubhaft wäre, hey, Storytelling ist wichtig, das ist die Theorie und das sind die 5 Punkte dazu. Ich glaube nicht. Denkt immer an die Macht des Fingers. So schön der Text geschrieben ist, so viel Mühe man gemacht hat, so ausformuliert die Bullet Points sein können. Wenn es nicht verfängt, wenn es eigentlich am Zielpublikum vorbei ist, es wird nicht mehr gesehen. Das heißt, es kostet Aufwand, es ist Mühe, es ist durchaus Kreativität drin, aber wenn sie nicht vom Zielpublikum her denkt, die Kommunikation, die Geschichte, funktioniert sie nicht und sie wird gnadenlos abgestraft. Das heißt, man wird weggeklickt, weggewischt, man kommt nicht vor und das darf man nicht vergessen. Der Algorithmus, die Interpretation versteht, naja, die Zielgruppen interessiert das Thema nicht und man wird weniger sichtbar. Und das ist eben genau das. Die Intention des Mitglieds verfängt nicht mit dem Beitrag, dem, was ich rausposaune und somit bin ich nicht mehr Teil der Wahrnehmung. Kurz gefasst, erzählt eure Geschichte. Werdet sichtbar. Eben, wie man es hört, über das ist immer sehr schwierig, jetzt allgemein zu sagen. Das ist, wenn man es jetzt konkretisiert auf ein Ding, dann muss man konkreter werden. Das ist klar, dann muss man sagen, okay, was habt ihr vor? Ihr wollt, weiß ich nicht, Bohrmaschinen verkaufen, dann was ist der Markt, was interessiert die Themen? Aber allgemein ist es immer das Gleiche. Erzählt es in einer interessanten Art und Weise, dem Zielpublikum entsprechend, kreativer als andere. Wagt euch einen Schritt voraus, denn Geschichten ist wirklich etwas, was nicht neu ist, aber bewährt. Das heißt, der Mensch hat immer schon gern Geschichten gehört. Denn was macht denn eine gute Geschichte aus? Das nicht. Was wir da sehen, ist Storytelling im Worst Case. Das heißt, ich habe eine vorbereitete 0815-Geschichte, plär sie raus und schreie sie jedem ins Gesicht, ob er es hören möchte oder nicht. Und ganz ehrlich, ganz oft ist das heutzutage nur Marketing. Leider nur viel öfter ist das Arbeitgebermarketing.
Das heißt, ich habe irgendwas zusammengebaut und sage, gut, das muss für alle reichen. Da habt ihr es, liest das durch, wir sind toll. Bitte bewerben. Eine gute Geschichte ist aber ganz was anderes. Eine gute Geschichte, und das kennen wir alle, weil wir Fernsehen, weil wir im Zweifel lesen. Und dort wissen wir genau, was ist, was verfängern, warum schauen wir das an, warum ist das interessant? Weil es Höhen und Tiefen hat, weil es menschlich ist, weil es irgendwas hat, was mich verfängt, weil ich noch mehr lernen will, weil es relevant ist für mich, weil es mich vielleicht sogar ein bisschen provoziert, weil es mich zum Denken anregt, weil es mich bewegt. Also tiefmenschliche Instinkte sind doch nichts, was man im Geschäftsleben ausgerechnet tut, was wieder um Entscheidungen geht, die von Menschen getroffen werden, ausblenden sollen. Und das haben wir aber sehr lang gemacht. Wir haben uns sehr versachlicht, sind ein bisschen steif geworden, uns ganz mit Titeln geschmückt, weil wir dann glaubhafter wirken scheinbar. Und wir haben uns eigentlich vom Kernpublikum und deren Interessen gelöst. Geschichten sind der Beginn von uns. Das ist, wie wir groß werden, wie wir im Idealerweise Erzählungen kriegen. Das prägt unser Verständnis, und das ist immer mit Bild. Das ist immer eine bildliche Sprache. Die funktioniert. Die kann ganz komplexe Dinge bildlich erklären. Und wenn man nur mal nach vorn denkt, ich mag dieses Bandmaschinenbeispiel so gern. Wenn ich mit der Lösung des Problems, also beim Kunden beginne, dann ist plötzlich gar nicht kompliziert. Das ist das Gleiche bei mir, wenn ich überlege, wie kann ich euch LinkedIn näher bringen, warum bringt euch das was, warum bringt Storytelling etwas? Und ich erkläre euch, was kann man damit erreichen? Dann ist dann auch die Technik natürlich das Notwendige, aber ich habe schon verstanden, warum wir auch zuhören. Also Geschichten funktionieren, sie sind zutiefst menschlich. Heldengeschichten sind gut, es braucht nicht immer einen Helden, aber es braucht irgendetwas Identifizierendes, Interessantes. Und wenn man Geschichten gut erzählt, kriegt man ganz witzige Reaktionen. Ich kriege, wenn ich Live-Vortrag, immer den Hinweis, das war über das Social-Media-Team, ja richtig, das war im Zweifel nicht der Herr Kurz selber. Was ich aber damit aufzeigen will, ist, indem man sich rauswagt und Dinge vielleicht ein bisschen anders macht, indem man sich rauswagt, mit seiner Meinung sich sichtbar macht, thematisch, sehr einfach ein bisschen rauspassend in die Welt, kriegt man eine Währung zurück, und die ist Wahrnehmung. Das ist Sichtbarkeit, und die hilft mir, wenn ich eine Bewerbung, wenn ich einen Job will, die hilft mir natürlich, wenn ich im Recruiting bin, als Unternehmen, die hilft mir für meine Marke, die hilft mir im Geschäftsleben. Wenn ich ein Thema platzieren möchte, und ich mache das auf eine Art und Weise, wie ich das Gegenüber hören will, dann kriege ich Reaktionen. Und Reaktionen ist einfach, das muss nicht zwangsläufig, das gefällt mir sein. Das kann einfach sein, dass wer aufmerksam meinen Text liest, weil er sagt, das war ganz interessant. Das hat mich verfangen, da habe ich jetzt weitergelesen. Das ist doch genau das, was ich erreichen muss. Das sollte unsere Überlegung sein. Immer, wenn ich es mache, ist es wahrscheinlich, dass den, für den ich es mache, interessiert und der darauf reagiert oder mir Zeit schenkt. Und eine Unterscheidung, wenn man will, was macht das LinkedIn anders als andere Plattformen? Bei uns investieren die Zeit, bei uns investieren die Menschen Zeit. Weil es wirklich darum geht, ich muss mich beruflich um Fachthemen im Zweifel kümmern. Ich muss mich um meine Karriere kümmern. Das ist nichts, was ich mache, wenn ich mich unterhalten möchte, wenn ich gerade Langeweile habe, wenn ich mich zerstreuen will. Das ist wirklich Arbeit. Und umso strenger selektieren die Leute, weil wenn es beruflich nicht relevant ist oder wenn es vorbei ist, ist es nur schneller weg als im privaten Umfeld. Ich möchte mit einem Bild schließen. Und zwar, ich glaube, man muss nicht erklären, was man da sieht, aber setzen wir uns einfach zurück, wo kommt der Mensch denn her? Und was ist ganz tief drinnen im Menschen? Ganz tief drinnen in uns ist, dass wir früher einfach in kleinen Gruppen waren, dass wir zusammengesessen sind und dass wir erzählt haben. Dass wir gar nichts anderes gehabt haben als die bildliche Sprache. Von Mund zu Mund jemanden was erklären, jemanden abholen und somit das weiterzugeben. Jahrhundertelang war das die einzige Möglichkeit, wie Religion, wie Geschichte, wie Werte und Kultur weitertransportiert werden. Nur weil wir heute digitaler unterwegs sind, hat sich unser Menschlichsein, unser Stammhirn nicht verändert. Wir lieben Geschichten und wir wollen abgeholt werden, wir wollen unterhalten werden und wir bestrafen es gnadenlos, wenn es langweilig ist. Und deswegen mein Appell, versucht es, ganz egal, ob es im Bewerbungsprozess ist oder wo man steht in der Karriere, ob es in Kommunikation ist, in Journalismus. Es ist einfach diese Kernessenz des Menschlichen, dieser Geschichte, die uns erfolgreicher macht. Und ehrlich gesagt, es macht auch viel mehr Spaß. Die Präsentation macht mehr Spaß. Und es ist alles einfach wieder dort, wo es sein soll. Und zwar dort, dass man vom Zielpublikum denkt. Damit möchte ich schließen und freue mich sehr, wenn es noch Fragen gibt. Lieber Thoman, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Ich denke, du hast das super toll auf den Punkt gebracht. Bevor ich noch eine Kleinigkeit dazu anmerke, werde ich jetzt mal gleich den Link
da ist das Passwort auch drin, zu unserem Zoom-Meeting einmal hier in Twitch posten. So, dann, also wie gesagt, wenn Sie übrigens, Thoman, sind wir immer wieder angehalten, die letzte Bastion der Sie-Anrede, die Universität. Okay. Soll man nicht, fällt mir auch immer schwer, ist mittlerweile wirklich schon ziemlich ungewohnt. Ich poste den Link auch. Herzliche Grüße an dieser Stelle an die Zusteher auf LinkedIn, nicht auf Dysart. Hier auch der Link zu unserem Zoom-Meeting. Also wenn ihr reinspringen wollt und mit uns plaudern, freuen wir uns natürlich sehr darüber. So, wir haben auch bereits Gäste. Hallo Sabrina. So, während sich unsere Gäste noch zu uns verbinden, noch eine ganz kurze Anmerkung zu dem, was du gesagt hast. Dein Vortrag hat jetzt geendet mit schon vom Beginn unserer Kulturgeschichte oder Menschseins spielten Geschichten eine ganz zentrale Rolle, waren die einzige Möglichkeit. Wir haben heute gigantische digitale Interfaces. McLuhan, einer der einflussreichsten Kommunikationswissenschaftler, hat ja in den 70er Jahren bereits geschrieben von diesem, er hat das weltumspannendes Nervensystem genannt, das trifft schon ganz gut. Und auf der anderen Seite, es gibt einfach viele Menschen, die denken, und davor muss man wirklich warnen, gerade im Fall von LinkedIn, sobald ein Bildschirm zwischen uns ist, kann man normale menschliche Verhaltensweisen und Hausverstand einfach ablegen. Was ich damit meine, wenn ihr zum Beispiel LinkedIn benutzt und jemanden, den ihr interessant findet, weil er einen Kommentar geschrieben hat, der zu eurem Thema passt, weil er vielleicht ein potenzieller Experteninterviewpartner für eine Masterarbeit oder was auch immer wäre und ihr schreibt es den an, dann gehen jetzt wirklich tatsächlich, ich glaube, sind dann die, oh, meine Hunde, an die 90% der Leute schicken dann keine Kontaktnachricht dazu. Das ist okay, wenn man sich kennt und das eh klar ist, wenn der das nicht weiß. Und ja, okay, kann man machen. Aber überlegt jetzt mal, wenn ihr auf einer Businessveranstaltung seid und ihr sprecht nachher jemanden an, kein Mensch geht zu irgendwem hin, drückt ihm eine Visitenkarte in die Hand, dreht sich kommentarlos um und geht. Das heißt also, es ist tatsächlich eine Abbildung. Social Media, dort wo es funktioniert, dort wo es spannend ist, ist eine Abbildung des normalen Lebens. That being said, ich werde euch jetzt einfach die Fragen, ich sage der Reihenfolge nach, es ist, glaube ich, beim Zoom nicht so, dass wir uns alle in der gleichen Reihenfolge sehen. Also, liebe Sabrina, du warst die Erste. Ich glaube, du bist noch stumm gedreht. Sabrina? Ja. Hallo, herzlich willkommen. Ich habe gar keine konkrete Frage. Okay. Ja. Passt. Susi? So, wir haben noch. Aber generell, ich glaube, diese Bullet Point Marathons kennen auch viele Studenten. MX2 ist noch beim Verbinden. Matthias Beck? Hallo? Los, wir haben Tonprobleme. Die Grenzen der Digitalisierung. Ja, genau. Vielleicht ein kurzer Gedanke zu dem, was du gesagt hast, bezüglich, ja, wie unterscheidet sich online von offline? Im Prinzip gar nicht. Also wie würde man mit jemandem Kontakt aufnehmen, den man noch nie kennt? Naja, man stellt sich kurz vor, man sagt, warum man plauscht kurz und das war's. Und man würde auf keinen Fall irgendwie aufdringlich jetzt sein Produkt loswerden wollen oder sofort sagen, hey, kannst du mir das geben? Ich glaube, durch die Geschwindigkeit und einfach die Reichweite, die man hat, sind Menschen oft dazu verleitet, dass man ein bisschen weniger nett ist oder ein bisschen weniger, ja, wie eben was einem so im Face-to-Face nie einfallen würde. Und ich glaube, das ist der einzige Tipp, den man geben würde, so wie wir vorher gesagt haben, was ist das Zielpublikum, was interessiert, wie kommt die Botschaft an, ist hier das Gleiche. Also wie werde ich wahrgenommen und was ist meine Intention? Ja. In dem Sinne, ist es normal. Genau. Was ich ganz spannend finde, ist, das ist ein bisschen eine Frage des Kulturkreises und sprachlich, wenn man Österreich als Beispiel nimmt, dass wir tendieren dazu, dass wir relativ zögerlich sind, was wir quasi preisgeben im Sinne von wärmer sind und wir davon ausgehen, dass das Gegenüber weiß. Also wir schreiben ganz genau rein unseren Titel, Abteilung so und so, weiß Gott was, aber keine drei Sätze dazu, was wir dort eigentlich machen. Was natürlich mein Gegenüber wahnsinnig schwer ist, einzuschätzen, was tue ich eigentlich.
weil interne Organisationsstrukturen und Titel externer natürlich nicht kennt und interpretieren kann. Das ist eigentlich so die Sachen, die wir arbeiten müssen, dass man sich einfach sagt, naja, wie werde ich denn verständlich für mein Gegenüber, damit der beurteilen kann, mit wem was zu tun hat. Wenn man eben nicht spricht, sondern eben nur online kurz interagiert. Da, glaube ich, ist sicherlich Luft nach oben und. Ja, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, das sind auch, da denke ich, das auch, da haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten, durch diese Corona-Lockdowns und durch die Tatsache, dass jetzt viele von uns auch gezwungen waren, diese digitalen Tools zu benutzen, so wie wir auch in der Vorlesung, das wird in der Hinsicht, denke ich, schon einen nachhaltigen Effekt haben, was du ja auch angesprochen am Anfang, das wird Normalität hin oder her, es wird nicht mehr so sein wie früher, wir werden uns viele Kilometer einsparen, man wird sich in Zukunft, glaube ich, auch genauer überlegen, wann und wo ein Meeting tatsächlich physisch notwendig ist oder Sinn macht. Liebe Elisabeth, bist du verbunden mit uns? Irgendwie haben wir da ein Tonproblem. Naja. Aber ich denke, gerade in zweierlei Hinsicht, das möchte ich vielleicht noch anmerken. Also wie gesagt, wenn jemand Fragen hat, auch sehr gerne natürlich über den Chat. Übrigens, Thoman, ein Kompliment von Nairu 98 an deinen Ansatz zu Bullet-Point-Less-Präsentationen. Das mit den Präsentationen sollte man an alle Professoren weiterleiten, schreibt Nairo 98 auf Twitch. Ja, ist absolut. Es gibt übrigens auch, wir wissen mittlerweile aus psychologischen Untersuchungen, Eye-Tracking, Gehirnstrommessung, wie lange jemand mit seiner Aufmerksamkeit bei einem Thema bleiben kann. Das ist 18 Minuten Maximum, die TED Talks. Das ist so. Aber wie gesagt, das heißt, wenn ich eine Vorlesung halte, die 90 Minuten dauert, ganz egal, ob im Hörsaal oder online, da muss ich sowieso davon ausgehen, dass eigentlich 90% von Ihnen 90% der Zeit sowieso abwesend sind. Und das unterschätzt man als Vortragender immer sehr gern. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, dass du auf diesen Punkt hingewiesen hast. Man kann gewisse Anker setzen, die man sich merkt. Und wenn ich zurückdenke, bei mir ist das Studium jetzt noch 5 Jahre länger her als bei dir. Und da fällt dir genau auf, an welche Lehrer du dich am meisten unterrichtest. Und wir hatten zum Beispiel den Christian Mikunda, einer der großen Koryphäen in der strategischen Dramaturgie. Also wo es eben auch ganz stark um das Storytelling geht. Und da spielt es jetzt auch keine so große Rolle tendenziell, ob man ein Hotel in Las Vegas baut oder eine Webseite, diese strategischen Inszenierungen. Das sind immer die Sachen, die uns emotional berühren und die dann eben auch bleiben im Gedächtnis und die auch wirken. Und für einen Kommunikationsexperten oder wenn Sie mal später in der Branche arbeiten, was du viel angesprochen hast, ist natürlich die, wie kann ich mich selber sichtbar machen? Wie kann ich das für mich nutzen? Und auch wenn ich für ein Unternehmen arbeite, eben genau der Punkt, das Marketing, das Megafon-Marketing ist ziemlich am Ende. Es liegt so in den letzten Zuckungen. Und in jedem Bereich, genauso wie du es gesagt hast, wenn man Kunden erreichen will, ist Storytelling das einzige Mittel. Ohne Emotion, schwierig. Ja. Es gibt also diese Weisheiten von wegen, naja, Bild funktioniert besser und als Video. Aber der Gedanke dahinter ist manchmal falsch, wenn man sagt, nur weil ihr Video postet, ist nicht erfolgreich, sondern weil Video mit Bewegtbild meistens eine Geschichte ist und die verfängt. Aber ein sehr gut geschriebener Text, der es wiederum genau um das dreht, wen möchte ich erreichen, was möchte ich erzählen, kann nur immer ein schlechtes Video um Hauslängen schlagen. Also es ist wirklich so eine Mischung aus, welche Stilmittel nutze, aber prinzipiell geht es einfach immer darum, wen interessiert das? Und habe ich darüber nachgedacht. Der Schritt fehlt ganz oft, wirklich bereichsübergreifend. Und ist meistens die recht simple Erklärung dafür, warum es oft nicht funktioniert. Naja, weil die Zielgruppe mich nicht wahrnimmt, weil ich nicht relevant bin. Genau, in meiner Branche, Employer Branding, wird das natürlich umso kritischer, weil wir auf einen fundamentalen Fachkräftemangel hinsteuern, demografisch bedingt, nicht wegdiskutierbar. Und dadurch der Wettbewerb immens wird, deutlich steigen wird, um Fachkräfte und Unternehmen sich was überlegen müssen. Und die natürlich da in der Startschule stehen oder das schon gut machen und natürlich einen immensen Vorteil haben. Und die noch ganz eben auf diese alten Strategien, da wir werden schon gefunden, setzen, wird das für manche eine harte Bauchlandung. Bin ich mir sicher. Ja. Ich habe innerlich sehr grinsen müssen, als du jetzt auch gesprochen hast über die Jobanzeigen von Unternehmen, die halt vielleicht auch im Sinne des Storytelling vermitteln sollten, es wird interessant sein, hier zu arbeiten. In unserem Bereich
Und wenn du darüber nachdenkst, wie österreichische Unternehmen Social Media, Junior, Senior, Manager Jobs und so ausschreiben, das sind ja Bullet Point Wüsten. Und ich muss immer lachen, ich frage mich dann immer, ob die so eine Art Grabber verwenden und jedes Passwort irgendwie unterbringen. Junior Social Media Manager sollte am besten strategisch die internationalen AdWords Accounts des Unternehmens mitmanagen, so eine Liste und dann, wow, wow, wow. Aber kein Wort davon, hey, du solltest bei uns arbeiten wollen, weil es ist lässig. Das kommt auch in den Fachkräftemangel natürlich. Es gibt in Österreich einen ganz netten Versuch, den eine Agentur gemacht hat. Die haben an 20, 30 Teilnehmern, die haben Job-Annoncen von deren Homepages genommen, das rauskürzt, was eindeutig identifizierbar war, also natürlich das Logo oder Namen, haben es quasi anonymisiert und haben es vorgelegt und haben die Personal gesagt, sucht bitte eure Jobanzeige raus. Das hat keiner geschafft, weil die Dinge einfach so generisch sind, so nicht identifizierbar, dass du sagst, boah, kommt jede von uns sein. Ja. Und das ist ja eigentlich genau das, wenn du sagst, ein Produkt, ne, es kommt jedes Produkt sein, dann bist du nichts Spezielles. Also, das heißt nicht, du bist es nicht, aber du kommunizierst es nicht. Genau das ist die Gefahr. Ich glaube, das sind Dinge, die im Marketing gut angekommen sind. Auch nicht flächendeckend, aber durchaus zum Standard gehören. Des Ansatzes, wie man denkt, ich glaube, im Employer Branding leider in der Fläche noch gar nicht. Ja. Ja, also es ist ein Kulturwandel, aber den werden wir erleben, bin mir sicher. Da steht uns ein großer Kulturwandel bevor und Sie, liebe Vorlesungsteilnehmerinnen und Teilnehmer, werden den natürlich auch ganz entscheidend mitgestalten als Akteure. Also ja, fordern Sie auch interessante Jobs ein. Das gehört auch zur Verantwortung der Arbeitnehmer. Lieber Thoman, vielen, vielen Dank für deinen Vortrag. Dankeschön. Ich glaube, Fragen gibt es keine mehr. Ansonsten, wir sehen uns wieder nächste Woche am gewohnten Ort zur gewohnten Zeit. Danke fürs Dabeisein.